Hallo, werte Kollegen in der Factorio Facebook-Gruppe. Der Crispy hatte eine Frage gestellt und zwar wollte der gerne ein System haben, um seine Öfen ein bisschen steuern zu können. Und zwar ging es darum, dass der Greifarm, wenn der einmal einen Stein aufgenommen hat, dass er dann erst einen weiteren Stein aufnehmen soll, bevor der wieder irgendwas anderes greift. Weil, wie ja jeder weiß, zwei Steine benötigt werden, für einen Ziegelstein zu brennen. Ich habe da ein bisschen was gebaut, brauche aber ein bisschen eure Hilfe, weil ich komme hier irgendwie nicht weiter. Zum Aufbau würde ich euch gerade mal kurz erklären, was ich gemacht habe. Also diese Anlage hier ist einfach nur da, wenn ich hier von meinem Greifarm einmal das Signal bekomme, gehaltene Gegenstände auslesen, Puls, dass ich einen Stein bekomme, macht er mir aus dem Stein ein violettes Signal oder ein rosa Signal. Und diese Anlage ist einfach nur dafür da, dass ich nur einen Tick bekomme und nicht für die ganze Dauer, wo er den Stein im Greifarm drin hat, und auch der Puls ist meines Erachtens zu lange. Dann hatte ich vor, mittels SR-Latch, den ich hier platziert habe, zwei Zustände hin und her zu schalten. Der Zustand 1 soll so aussehen wie jetzt gerade. Mit diesem Kombinator an, dass ich diese drei Teile rausfiltern möchte und die gerne dann einladen möchte. Das wäre Zustand Nummer 1. Und sobald der erste Stein kommt, möchte ich ganz gerne über diesen zweiten Kombinator minus 1, minus 1 Kupfer und Eisenerz rausnehmen. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Sekunde. So, wo haben wir den Konstanten? Da. So, Ausgang A für mein Flipflop. So. Und dann kann man hier schon sehen, dass der Filter nur noch Stein anzeigt. Das heißt, ich habe hier einmal als Ausgangssignal ein Stein, ein Eisen, ein Kupfer. Hier habe ich als Ausgangssignal minus ein Kupfer. Das heißt, es bleibt nur noch Stein übrig. Und das wäre der zweite Zustand, den ich ganz gerne hätte. Jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Ich bekomme hier jeweils einen Tick in rosa. Den kann man hier auf der linken Seite ganz kurz durchschießen sehen. Das ist halt der hier, rosa Signal. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein rosa Signal bekomme. Moment, ich könnte das mal gerade ausprobieren, ob das damit funktioniert. Dann hätte sich das relativ schnell erledigt. So, die blinken jetzt jeweils, weil sie ein rosa Signal bekommen. Explizit oder heißt, die dürften nicht blinken, wenn die ein A-Signal bekommen. Das heißt, ich habe hier auf der Seite ein Eingangssignal A. Das kann ich mir hier mal runterziehen. Ja, und da haben wir auch schon das erste Problem. Also wir haben hier Ausgang A, hier Eingang A. Und ja, hier bei dem Kollegen. Ach nee, das kann gar nicht gehen. Der schickt im Prinzip immer ein Signal raus. Also, die Ursprungsidee war eine Unschaltung. So, der blinkt jetzt auch hier. Wenn ich dieses Setup einfach mal darüber kopiere, kann man sehen, der rechte blinkt und der linke nicht. So, jetzt ziehe ich mir dieses Signal auch noch runter und könnte ja jetzt sagen, okay, wenn der hier blinkt, kurz rausbauen, wenn der hier blinkt, dann hat er hier ein Eingangssignal A. Das heißt, ich würde dann hingehen, die Leitung darüber werfen
Und da haben wir schon das Problem. Hätte dem jetzt ganz kurz ein A-Signal hier drauf geschickt. Und dann fängt er sofort an, hier in der ganzen Schaltung zu flattern. Und das ist ein ziemlich blödes Problem. Ich könnte hier das Signal. Ich habe halt hier diesen Tick, ne? Ich könnte rein theoretisch auch hingehen und das Steinsignal nehmen, aber da habe ich auch wieder dasselbe Problem. So. Gut, das Ganze flattert jetzt natürlich. Gut, das Steinsignal müsste ich mir dann rausfiltern, aber das funktioniert halt auch nicht. Ich glaube, das sauberste Signal, was ich hier bekomme, ist wirklich dieses rosa Signal. Weil es wirklich nur einen Tick lang ist. Und ein Tick müsste eigentlich auch reichen, um ein SR-Latch umschalten zu können, aber irgendwie funktioniert es nicht. Deswegen die Frage an euch: Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie ich das Ganze machen kann? Woran es eventuell hängen kann? Weil, wenn ich jetzt hier auf einer Seite wieder ein Signal anlege, beruhigt sich die ganze Schaltung wieder. Und das Ganze ist wieder stabil. Nur wie gesagt, einmal A hier runter, einmal A da runter. Ich habe auch hier auf der grünen Leitung kein A-Signal drauf. Und hier an den grünen Anschlüssen ist halt auch nichts dran. Das heißt, ich müsste eigentlich hier dieser blinkende Anschluss, und den müsste ich darüber werfen können. Und schon hängt die ganze Schaltung sich auf. Ja, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich schaue das jetzt in die Factorio-Gruppe rein und ja, bin gespannt auf eure Ideen. Alles klar, macht's gut, ciao.